2023 ist halt einfach kein Horizont. Das muss schon etwas weitergehen, ein paar Jahre mehr, vielleicht 10, 15, 20 Jahre in die Zukunft planen normal und nicht nur die nächsten 12 oder 18 Monate. Das, wie gesagt, reicht den Menschen hier nicht. Dann geht es ihnen vor allem auch noch darum, dass der Job eben auch für junge Menschen attraktiver wird. Es gibt ganz, ganz wenig Leute, die Pfleger werden wollen und das bedeutet, dass in den nächsten Jahren, wenn große Pensionswellen auf die Pfleger zukommen, dass es dann noch viel weniger Arbeitskräfte geben wird und die befürchten halt einfach, und das ist ja auch nachvollziehbar, denn das ist in den letzten 40 Jahren auch so gelaufen, dass sie halt dann einfach diese Arbeit zusätzlich erledigen müssen. Da hilft es dann auch nicht, viel mehr Geld zu zahlen, denn wer am Tag 12 bis 15 Stunden arbeiten muss und dann kaum frei bekommt, der ist irgendwann leer. Und genau das steht hier teilweise auch auf den Plakaten. Unser Akku ist leer. Die Pfleger helfen den Menschen. Wer hilft den Pflegern? Also diese Forderungen sind durchaus nachvollziehbar. Wir hören sie seit vielen, vielen Jahren. Jetzt hat man allerdings das Gefühl, dass die Fahnenstange zu Ende ist. Die Leute wollen einfach nicht mehr offensichtlich. Und deswegen sehen wir auch unglaublich viele Demonstranten hier. Es waren am Anfang bei Wien Mitte so um die 2.000, 3.000 schwer abzuschätzen. Die sind dann losmarschiert zur Ringstraße. Und ganz vorne bei der Urania sind dann die aus den Bundesländern dazugekommen. Da werden schon um die 7.000, 8.000 gewesen sein. Und hier oben im Votivpark, da haben auch einige gewartet. Da geht unsere Schätzung schon in die 10.000, 11.000, vielleicht 12.000. Also man sieht es auch hier am Gelände, das ist alles rundherum voll. Und im Gegensatz zu den Corona-Demonstrationen, wo es ja im Laufe der Demo immer weniger Leute geworden sind, wird es hier bei der Pflegerdemo eher dichter. Da stoßen immer mehr Menschen dazu, viele sind interessiert und ich denke, viele können einfach die Forderungen auch nachvollziehen und würden das auch unterstützen. Denn wer von uns, der irgendwann einmal im Spital liegt, hätte nicht gern einen Pfleger, der nicht müde ist, weil er gerade eine 15-Stunden-Schicht hinter sich hat und dergleichen. Also Fakt ist, es muss jetzt mal endlich was passieren. Lippenbekenntnisse und ein paar kleine Trostpflaster für die Corona-Zeit werden es nicht sein. Da muss man schon einmal grundlegend was ändern und vor allem dafür sorgen, dass auch in Jobs, die eben mit der Medizin zu tun haben, da geht es eben nicht nur um die Pfleger, sondern auch um die Administration und vieles, vieles, was dazugehört, Transportwesen und so weiter, dass dort auch geholfen wird, weil dort sind die Missstände eben genauso groß wie in der Pflege. Und wenn man sich die Leute hier anschaut, vielleicht will die Dame ja mit uns reden. Und wer hilft uns Pflegern, steht auf dem Schild der Kollegin. Was sagen Sie dazu? Sind Sie Pflegerin? Ja. Was wollen Sie? Was fordern Sie? Wir wollen einmal, dass wir in die Schwerarbeit kommen, in die Regelung, so wie alle anderen. Vielleicht ein bisschen mehr Personal, dass wir auch für unsere Bewohner ein bisschen Zeit haben. Jetzt in den letzten Jahrzehnten war es immer so, dass man gesagt hat, naja, da holt man halt Pfleger aus dem benachbarten Ausland, die sind billiger und so weiter, aber das wird ja wohl das Problem im Endeffekt nicht lösen können, oder? Das glaube ich kaum, weil unsere Generation versteht es nicht. Und die ob das jetzt ungarische Pflegerinnen sind oder ukrainische Pflegerinnen, die werden unsere Bewohner nicht verstehen. Und wir tun die Leute leid, die was dann in Bietlingen. So schaut's aus. Vielen herzlichen Dank für das Statement. Dankeschön. Also, man sieht schon, die Menschen hier, die in dem Beruf seit vielen, vielen Jahren arbeiten, die haben einfach, so wie es bei uns sagt, die Schnauze gestrichen voll und möchten einmal eine grundlegende Änderung und nicht nur ein kleines Trostpflasterl.